So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Jetzt stehe ich hier vorm Haus, noch, solange ich noch hier bin, werde ich dieses Haus verteidigen. Nein, wir haben eine Spezialforschung, eine neue Rocket-Forschung mit Giovanni, wo ihr natürlich wieder die Rocket-Bosse besiegen müsst. Am Ende gibt es wieder eine Begegnung mit einem legendären Krypto-Pokémon. Mittlerweile ist das ja Krypto-Registil und jetzt bin ich an dem Punkt, dass ich Giovanni suchen muss ihn besiegen, muss das Krypto-Pokémon fangen und ihr wollt natürlich wissen, wie gut mein Krypto-Registil ist. Ich habe jetzt mir hier an den Baum gehangen, möchte euch mal ganz kurz was zeigen, und zwar unsere Map von Hibu, die ich natürlich nicht mehr nutzen kann, wenn ich nicht mehr in Hibu wohne, aber das sieht genial aus. Da kannst du nämlich Giovanni einblenden und dann zeigt das dir, wo in Hibu überall Giovanni bzw. die Täuschrübel von Giovanni sitzen. Hier zeigt es ganz viele an, gerade hier im Zentrum ist auch einiges los. Die könnte man jetzt gezielt abfarmen, gezielt dahinlaufen, gezielt da gucken, was wie wo. Aber eigentlich habt ihr auch euren Rocket-Radar, euren Super-Rocket-Radar, der euch natürlich auch auf der Karte hier so anzeigt, wo jemand ist. Also eigentlich ist das egal, es geht also eigentlich auch damit. Wir werden ihn jetzt suchen. Ich weiß natürlich schon, wo er ist, weil ich Glück hatte. Hier oben ist einer angezeigt, was ein Täuschrübel ist. Da ist normalerweise ein Giovanni dran. Was ist denn jetzt hier? Da ist normalerweise ein Giovanni dran und hier unten ist ein Giovanni. Nee, nicht da, doch da. Und der zweite, den ich angedrückt habe, war auch direkt Giovanni. Ja, und theoretisch können wir auch einfach hier stehen bleiben und können das auch machen. Moin. Scheiße, der Versicherer ist da. Hallo, Versicherer. Na, freust du dich auch auf Giovanni? Was ist das? Jetzt muss ich erstmal mein Kampfteam bestimmen. Wo kommst du jetzt her? Von der Schule. Ja, ich will jetzt irgendwas zu essen kaufen, aber ich muss noch nicht so ganz was. Stell dich doch da vorne hin, bei dem Bilddöner, Mann, wo sie alle Bilddöner essen. Das ist doch immer... Ja. Jetzt kann ich mich... Der bringt mich schon wieder komplett aus dem Konzept. Moment. So. Mein Team, was ich nämlich immer nehme für Giovanni, ist eigentlich... Am Anfang habe ich immer einen Regirock gehabt, womit ich die Schilde rausgelockt habe, weil der mit Zielschuss ganz schnell einfach seinen Charge-Move voll macht und hat dann auch gegen die ersten Pokémon, die er hatte, gut Schaden gemacht. Dann habe ich immer ein Kyogre drin gehabt, weil das zweite Pokémon ist ja meistens ein Boden-Pokémon, so ist Wasser dann sehr gut, und als letztes hat er ja immer irgendwas Sinnloses gehabt, wo Despotar mit Katapult Steinkante auch gut gegengesetzt hat. Jetzt hatte ich ja gewechselt und habe immer Lucario mit reingenommen zum Schilde locken. Hab den aber an Position Nummer 2 gesetzt, damit dann, wenn der Kampf beginnt, ich den einwechsel und der Gegner 3 Sekunden nichts machen kann. Das ist Cheaten, oder? Nein, das ist nicht. Das ist nur was Ausnutzen, was das Spiel so eingeführt hat. Und wenn ich sowieso ein Kyogre in meinem Team habe und Registil natürlich eine Bodenschwäche hat und eine Feuerschwäche, dann nehme ich doch natürlich Groudon jetzt. Deswegen habe ich mir jetzt einen Groudon, ein Kyogre und ein Lucario hier reingeholt. Wie spät ist es? 12? Warst du schon mal hier Mittagessen in der Fleischerei Schröder? Da haben sie immer schöne Mittagsangebote. Schnitzel mit Pommes, Nudeln mit Wurststückchen drin. Genau da, wo der Mann steht, der da reingeht. Da gibt es auch wie so eine Art Kantine. Und da kriegst du halt direkt was Warmes. Deutsche Hausmannskost. Oder gehst halt zum Dönerladen da unten oder Dönerladen oben oder Dönerladen an der Ecke. Ich bin immer überlegen, zum Dönerlutz zu gehen. Zum Dönerlutz? Okay, ich nehme alles zurück. Das ist so weit. Wie das? Weil du hast ein Fahrrad, also fahr doch hin und zack. Jetzt startet der Kampf, es ist... Geh ich zum Döner Lutze. Geh zum Döner Lutz, bestellst einen schönen Gruß vom Ramses, da weiß er gar nicht, wer das ist. Perfekt. Ja, perfekt ist auch, dass es gerade schneit in der App und das Ding ist ja eh Typ Stahl. Das heißt, vielleicht ist es jetzt sogar Wetter geboostet, wenn wir es fangen, kann dadurch bessere IV haben und alles. So. Haben einmal unseren Steigerungshieb voll, den zweiten. Jetzt müsste es auch gleich tot sein. Moment, so. Naja, aber stimmt, was überlege ich überhaupt, wenn jemand essen will, immer zum Döner Lutz schicken. Also Beste. So. Ja, ich will dich aber jetzt nicht weiter stören beim Video machen. Ach, du störst doch nicht. Jetzt ist es eh schon zu spät, sozusagen. Vielleicht bringst du mir ja Glück und ich stehe nicht so verloren hier rum. Jetzt setzt der Boden eigentlich. Ich muss wechseln, der bringt mich um. Ich geh mir erstmal einen Döner holen. Ja, mach das. Ciao. Guten Hunger und trotzdem schönen Gruß. Vielleicht weiß er es ja trotzdem. Ja.
Denk dran, extra scharf. So, jetzt habe ich es komplett verkackt. Jetzt kann ich aber reinkommen mit meinem Kyokre. Der Rest hat leider nicht so viel gebracht. Guckt euch das an, das Kyokre macht so gut wie gar keinen Schaden. Warum denn? Du bist doch Typ Wasser, du musst doch Schaden machen. Und was machst du? Du machst nichts, du bist Kyokre. Jetzt hat das... Alter, ich werde noch verrückt. Der Versicherer hat mich komplett um den Verstand. Was ist denn jetzt? Eis? Nix. Surfer. Ich muss Lucario wieder reinholen, aber zum Glück haben wir noch Groudon. Und wir haben natürlich auch unsere zwei Schilde, die meistens gar nicht zum Einsatz kommen. Wenn das Kyokre gleich tot umfällt, ey, der muss nur einmal draufhauen, ich bin weg. Jetzt Lucario, Lucario, wo bist du? Lucario rein und schnell. Steigerungshieb. Hätte ich vielleicht auf Aurasphäre gehen sollen. Das Ding ist, Giovanni passt sich ja, glaube ich, auch immer eurem Level an. Das heißt, wenn ihr schwach seid und schwache Pokémon habt, ist das gar nicht so schlimm, weil er dann auch nicht so stark ist. Und wenn ihr Level 50er Pokémon drin habt, dann wirkt er, als wäre er einfach viel stärker und würde einfach alles umnieten. Also keine Angst, wenn ihr nichts Gutes habt, probiert das trotzdem. Das wird dann trotzdem funktionieren in den meisten Fällen. Ihr müsst euch nur ein bisschen mit der Typeneffektivität auskennen. Vielleicht mit dem Wechselbonus das mitnehmen. Der hat kein einziges Mal eine Ladeattacke gemacht. Wir sind einfach so da durchgekommen, okay? Aber irgendwie was ist es trotzdem jedes Mal wieder ein Nervenkitzel. Ich verstehe es nicht. Es ist immer wieder das Gleiche, dass ich jedes Mal Schiss habe, dass ich das nicht schaffe. Jetzt muss ich mal gucken. 5000 Staub gab es, 12 Top-Tränke und 18 Bälle. Ist es ein gutes? 836. Ich glaube immer noch, es ist so, dass die Legendären von ihm sowieso drin sind im ersten Ball. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal hier die gelbe Beere, dass ich mehr Bonbons bekomme. Versuch den Kreis mal einzustellen auf fabelhaft. Ungefähr so. Jetzt warte mal, bis er angreift. Curven, werfen, müsste... Na, ist nur großartig. Der Kreis war leider noch zu groß. Aber er ist drin im ersten Ball. Ist wahrscheinlich wie Shiny-Legendäre, die auch einfach im ersten Ball drin sind. Deswegen nehmen da ruhig immer mal eine gelbe Beere. Dann bewährt man den mal. Und ich glaube, der Wetterboost hat nichts gemacht. Ich dachte, der Wetterboost, Schnee auf Stahl, passt. Nein, er hat 6,99. Also das ist eigentlich nichts. Da habe ich schon andere gesehen. Hätte ich mir jetzt gar keine Mühe geben brauchen. Gut, das Ding ist abgehakt. Der ist jetzt drin. Jetzt warten wir wieder einen Monat oder länger, bis der nächste kommt. Mal gucken, was er als nächstes reinpackt. Hab leider nichts mehr offen gehabt. Normalerweise könnt ihr den Radar auch aufheben, bis kurz der Boss wechselt, da ihr so lange ja die Täuschrübel mitnehmen könnt, die jetzt natürlich weg sind, wenn ich den Radar eingelöst habe. Wie gut war euer Registil? Wie gut war euer Krypto-Registil oder Shadow-Registil? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Bin ein bisschen enttäuscht, weil das ist halt wirklich... Weiß ich nicht. Das ist halt wirklich gar nichts. So muss das aussehen. So sieht eine Bewertung aus. Das wäre richtig genial. Dann hätte ich das wahrscheinlich sogar erlöst zu einem 100er. Aber nee, brauche ich auch nicht. Ich habe ja meinen 100er aus den Raids damals. Also, naja. Was macht man mit Krypto-Registil? Schreibt es mal rein. Das war's von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.